wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen und auch sehen. Mein Name ist Iris Heinen und ich habe heute große Freude, Sie durch dieses Webinar zu begleiten. Wann immer Sie eine Frage haben, eine Anmerkung, was nicht hören oder sonst irgendetwas für Sie problematisch erscheint, bitte ich Sie, dass Sie mir das kurz in diesem Fragenpanel einfach reinschreiben. Und dann hoffe ich, kann ich das auch sehr schnell für Sie klären. Ansonsten, wie gesagt, alle Fragen sind erlaubt. Versuchen Sie, sie möglichst kurz zu halten, damit ich das beim Überfliegen auch direkt erkennen kann. Wenn die Fragen zu lang werden, dann verspreche ich Ihnen, werde ich sie im Nachgang Ihnen beantworten. Aber dann hält das ein bisschen auf. Wir haben nur heute eine knappe Stunde, vielleicht eine Stunde 15. Aber ich werde mich bemühen, dass es für Sie schnell und kurzweilig wird und ja auch informativ. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie so zahlreich dabei sind und ich sehe auch die ein oder anderen Namen, mit denen ich heute auch noch heute Morgen telefoniert habe. Vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ja, wo befinden Sie sich? Also es gibt auch einige neue Namen. Wo sind Sie heute auf den Freitagabend gelandet? Wo investieren Sie Ihre Zeit heute Abend? In Investui. Ein Webinar von Investui. Investui ist ein Service von WH Self Invest. Vielleicht kennen die ein oder anderen WH Self Invest als Broker für den aktiven Trader, für diejenigen, die es selbst machen wollen, die eine Plattform haben, die ihre Orders selber aufgeben, ihre eigene Strategie haben. All das leistet WH Self Invest in diesem Jahr mit einem 25-jährigen Unternehmensjubiläum. Und natürlich, also unsere großen Stärken sind CFD-Handel und auch Futures-Handel. Das ist auch ein Kernpunkt von Investui. Aber da komme ich ja noch drauf. Aber Investui ist somit kein eigenes Unternehmen, aber es ist ein Spezialservice von WH Self Invest und nämlich genau im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was wir für unsere WH Self Invest Kunden machen. Wir bieten mit Investui, bieten wir Ihnen Trading-Strategien in einem Portfolio an, aber für diejenigen, die es nicht selbst machen wollen oder können, ne, es gibt oftmals zeitliche Limitierungen für Berufstätige, die aber daran interessiert sind, einen aktiven Anteil an Investments in ihrem Portfolio haben zu wollen. Also viele Sachen, die in Investui eingeflossen sind, kommen auch aus der Welt von WH Self Invest über die ganzen Jahre. Viele Rückmeldungen und Anregungen aus dem aktiven Traderkreis sind hier mit eingeflossen und ja, und letztlich ist Investui tatsächlich ein Produkt, was entlasten soll und was Ihnen Zeit und Stress alles Sie davon entbinden soll. Wie wir das machen, das hoffe ich jetzt in der nächsten Stunde Ihnen auch verständlich und kurzweilig näher bringen zu können. Wenn es mir nicht gelingt, dass ich Ihnen Investui näher bringen kann, dann hoffe ich zumindest, dass Sie Markteffekte anschließend besser kennenlernen oder auch populäre Strategien, mit denen man Markteffekte handeln kann. Das ist dann zumindest mein Anspruch, dass Sie nicht dümmer aus dieser Veranstaltung rausgehen, als Sie reingegangen sind. Ja, normalerweise, wir haben immer zwei Webinare im Monat. Eins ist dieses, das ist das allgemeine Webinar, in dem ich das Gesamtkonzept von Investui vorstelle. Und dann gibt es ja immer noch das Spezialwebinar, Entschuldigung, mit dem ich dann immer noch einen besonderen Aspekt unserer vier Strategien darstelle. Mag es mal die Diversifikation sein oder mal eine eigene Strategie oder. Letztes hatten wir Timing, finden Sie aber auch alles auf unserem YouTube-Kanal von Investui Deutschland. Da finden Sie die ganze Historie aller Webinare, die wir bisher gemacht haben. Und es gibt uns ja mittlerweile seit 2020, machen wir das unter dem Namen Investui. Vorher haben wir das über eine längere Zeit auch mit den WH Self Invest Kunden gemacht und ihnen diese Strategien angeboten zum Handeln. Aber 2020 sind wir dann unter dem Namen Investui, ihr Investment, live gegangen und bieten seitdem als verwaltetes Konto, oder besser gesagt, das verwaltete Konto kam ein bisschen später dazu, aber das spielt jetzt keine Rolle. Aber bieten wir auf jeden Fall dieses Portfolio von vier Strategien unseren Kunden an.
Diese Grafik zeigt den Verlauf über die Zeit. Also hier ist ein großer Teil Backtest dabei bis 2018, möchte ich sagen. Da haben wir halt auch mit den BH Self-Invest-Kunden angefangen, unsere Strategien basierend auf den Markteffekten zu handeln. Wir haben das ja schon immer über ein verwaltetes Konto gemacht. Das heißt, in dieser Grafik, die Sie sehen, sind alle Transaktionen, die in dieser Zeit möglich wären, drin. Ab 2018 auch im Live-Betrieb, seit 2020 eben unter dem Namen Investui. Und Sie sehen auch, wir haben mit Einführung des Service, wenn man vielleicht was ein glücklicher Moment oder auch, man weiß es nicht genau. Ne? Auf jeden Fall haben wir uns auch mal kurz erschrocken, das muss man einfach sagen. Wir sind sensationell gestartet in 2020 und dann gab es dann im März den ersten Corona-Rücksetzer. Und seitdem hat sich auf dieses Investment so einiges an Außen Bedingungen ausgewirkt, sei es jetzt, das waren ja noch die kleineren Sachen wie Brexit oder US-Wahlen, aber wir haben Energiekrisen, wir haben Inflation, wir haben geopolitische Auseinandersetzungen, all das fließt hier ein und das sehen Sie auch. Ne? Also alles, was ich heute Ihnen erzähle, wir sind, ich betone es immer, keine eierlegende Wollmilchsau oder eine Gelddruckmaschine, aber wir haben etwas sehr Stabiles an den Markt gebracht, was auch Rücksetzer hat, aber Sie werden sehen, dass diese Rücksetzer immer aufgrund unseres der Konstellation und des Konzeptes eine sehr gute Erholung gezeigt hat. Und das will ich Ihnen heute einfach näher bringen und warum das so ist. Ne? Warum wir sagen, besseres Investieren mit Markteffekten. Jeder wird was anderes unter besserem Investieren verstehen. Ich habe mal als erstes die Rendite genommen, weil das kenne ich aus den Telefonaten, dass die meisten natürlich nach der Rendite schauen. 2020 sind wir mit einem Futures-Konto und einem CFD-Konto als echte Musterdepots ins Rennen gegangen. Diese 40,9% spiegeln aktuell das Ergebnis unseres ersten Futures, unseres langfristigen Futures-Musterdepots wieder als Nettorendite, die 28,2. Das ist das, also als identisches Futures-Musterdepot in diesem Jahr, was wir erreicht haben mit Stand 7.8.2033. Das heißt, es gibt immer zwei Musterdepots im aktuellen Jahr und zwei über den oder auch über den langfristigen Zeitraum. Und das sind echte, das sind echte Transaktionen, die da gemacht werden. Das sind keine, Fake-Trades, die wir machen, sondern wir könnten für jede dieser Musterdepots Ihnen auch einen Kontoauszug zeigen. Aber neben dieser Rendite sage ich Ihnen, besseres Investieren mit Markteffekten. Wir halten den Begriff des Webinars für gerechtfertigt, weil Sie werden sehen, wir sprechen hier von einer einfachen, transparenten Logik. Wir sprechen von kostengünstig, wir sprechen von wiederholbar. Also wir reden von akademisch belegt, statistisch bewiesen. Also es gibt viele Faktoren, die unserer Meinung nach das verstärken, dass mit Markteffekten wirklich ein besseres Investieren erzielt werden kann und dass es mehr als nur die Rendite ist. Und das ist mir auch immer wichtig. Natürlich schauen Sie alle auf die Zahlen, aber es gibt auch in dem Gesamtkonzept einfach viele Dinge, die man als Vorteil erachten kann. Und da ist die Diversifikation ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und mein Anspruch ist, dass Sie zumindest am Ende dieses Webinars wissen, wie Sie das auch für sich selbst nutzen könnten, wenn Sie es wollten. Also steigen wir einfach mal in das Webinar thematisch ein. Ja, was ist denn dieses Portfolio? Was sind denn Markteffekte? Was verbirgt sich eigentlich hinter dem, was wir hier so anpreisen als besseres Investieren mit Markteffekten? Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Begrifflichkeiten, die man statt Markteffekten verwenden kann. Es sind Kalendereffekte, saisonale Effekte, kalenderbasierte Marktmuster, Marktanomalien, Marktrhythmen. Es gibt ganz, ganz viele Begriffe, die ein und dasselbe aussagen, dass es zu bestimmten Zeiten Tendenzen im Preisverlauf eines Kontraktes gibt oder wiederkehrende Muster an den Kapitalmärkten. Ich habe jetzt hier mit Sell in May ein Beispiel genannt. Es gibt auch die Jahresendrallye, die Christmas Rallye. Also es gibt ganz viele, die Sie vielleicht schon mal vom Hören sagen
kennengelernt haben. Aber das sind oftmals über bestimmte Phasen Effekte, die da eintreten. Und da hat man auch oftmals fundamentale Hintergründe oder Basiseffekte, die man sagt, weil dann einfach Weihnachten ist, dass dann mehr investiert wird oder im neuen Jahr, dass die Stimmung an den Märkten positiv ist. Aber es zieht sich über verschiedene Perioden, längerfristige Perioden. Sie werden sehen, das ist das, nicht das, was Investui macht. Wir haben sehr kurzfristige oder relativ kurzfristige, muss man sagen. Aber wir zielen auch ab auf diese saisonalen Effekte, also diese wiederkehrenden Muster. Und wir haben uns da sehr genau verschiedene angeschaut. Wenn man so ein Portfolio anbietet, was kombiniert man da? Was will man denn da anbieten? Und wir haben gesagt, wir nutzen die, bei denen es besonders gute akademische Belege gibt und besonders gute statistische Nachweise. Also wir haben sogar Markteffekte, die haben mehrere Basiseffekte. Damit meine ich, dass es dass erforscht wurde oder belegt wurde, warum das auch tendenziell eintritt. Ich betone immer tendenziell, weil, wie gesagt, wir haben hier statistische Belege, aber das ist ja keine Garantie, dass das immer eintritt, ne? Aber durch die Wiederholung, ne, dieser Erwartungswerte nähert man sich immer stärker dann auch tatsächlich dem positiven Erfolg oder der Umsetzung des positiven Erwartungswertes an. Das ist das Wesentliche. Also, was Sie heute kennenlernen, ist nichts Neues, ne? Also, ich habe es oben drüber geschrieben, das Rad musste nicht neu erfunden werden. Wir greifen auf Dinge zurück, die be bereits da waren, aber die Kombination des Ganzen und die Diversifikation, was sich dahinter verbirgt, das ist eigentlich das Wichtige. Dass die Markteffekte und die Strategien funktionieren, zeigt auch, wenn Sie am Ende des Webinars auch einfach mal im Internet recherchieren, die Strategien, die wir nutzen und die Markteffekte werden von vielen professionellen Anlegern auch eingesetzt. Also die schauen auch, dass zu bestimmten Zeitpunkten sie in ihrem eigenen Portfolio sich nochmal einen Vorteil verschaffen, um ja eine Renditesteigerung zu erzielen. Und was Investui macht, wir eröffnen im Grunde genommen privaten Anlegern, so wie Ihnen beispielsweise, dass auch Sie Zugang zu diesen Markteffekten, zu diesen Strategien, zu den Märkten als taktische Position haben, um auch Ihr Portfolio oder ja zu diversifizieren. Ich setze jetzt mal voraus, dass Sie ein strategisches Portfolio haben, dass Sie so etwas haben wie ETF, Fonds, Immobilien, Aktiendepots oder Ähnliches, was man als Buy-and-Hold-Strategien bezeichnet. Sie kaufen und lassen es liegen. Was wir machen, wir setzen nochmal einen Kontrastpunkt dazu durch diese taktischen Positionen über den CFD- und Futures-Handel, über unsere vier Strategien, als weitere Diversifikation zu Ihrem strategischen Portfolio. Wir würden niemals sagen, wenn Sie einen guten ETF haben, umschichten auf Investui oder einen Fonds umschichten. Auf gar keinen Fall. Wir sehen uns wirklich als Ergänzung. Und ja, also das ist eigentlich auch das Selbstverständnis, was wir mitbringen. Und das heißt, wir handeln kurze Saisonalitäten, kurzfristige Rhythmen, Wiederholungen, aber mit einem Anlagehorizont von 1,5, 2 Jahren und mehr, um tatsächlich diese statistische Wahrscheinlichkeit, diese statistischen Vorteile besser auszunutzen und wirklich zur Geltung zu bringen. Ich habe nur noch einmal ganz kurz mitgebracht, auch von dem René Wolfram, der selbst Trader ist. Der hat einen Artikel geschrieben zu Saisonalitäten. Und hier spiegelt das auch noch mal wider, was ich eben gesagt habe, ne, dass professionelle Trader kurz- und mittelfristiges Trading dafür auch sogenannte Saisonalitäten nutzen für den statistischen Vorteil. Ne, dass sie sehen, dass oftmals fundamentale Triebkräfte dahinter sind. Das ist das, was ich mit Effekt eben, fundamentale Basiseffekte gemeint habe, ne? Fehlerquote wird reduziert, ne? Also man filtert ja auch ein bisschen mit Saisonalitäten raus, ertragreiche und nicht ertragreiche Perioden zu unterscheiden. Und auch hier sagt er nochmal, die Wiederholungen machen es, um den statistischen Erwartungswert auch zu treffen und auszunutzen. Das nur nochmal als Abgleich zu dem, was ich vorher gesagt habe.
Und vielleicht behalten Sie das ein oder andere im Hinterkopf, dass das sind Gründe, warum wir von Investui das in einem verwalteten Konto anbieten. Ne? Also mal weg von Investui, vielleicht auch wenn Sie das nicht wollen, aber dann sehen Sie zumindest, was auch die Intention des Ganzen ist, diese Wiederholungen auszuschöpfen, Entschuldigung, den statistischen Erwartungswert zu erhöhen und Sie damit auch von Stress und auch von, ja, von Arbeit zu befreien. Das ist letztlich mit ein riesiger Punkt, der als Intention hinter Investui steckt. Ja, was handeln wir eigentlich? Ohne dass Sie jetzt, wir kommen ja heute nochmal zu dem Friday Gold Rush, der ja auch live läuft und den wir uns einfach auch nochmal genauer anschauen. Aber das ist jetzt mal der Überblick auf unsere vier Strategien. Und ein Schlüsselfaktor von Investui ist die Diversifikation. Wenn man Saisonalitäten hat, ne, also es gibt ja auch weniger ertragreiche Perioden, ne, und man muss halt immer wieder abwarten, bis diese Saisonalität eintrifft, ne. Von daher war unser Ansatz gewesen, dass wir mehrere Strategien zusammenführen in einem Portfolio, um dann auch, dass die sich gegenseitig helfen. Zum einen, weil sie nicht miteinander korrelieren, aber dass sie zu unterschiedlichen Zeiten gehandelt werden, aber auch vorzugsweise, wenn Schwächeperioden da sind, dass die sich gegenseitig helfen. So haben wir uns vier Markteffekte ausgesucht, auch vier unterschiedliche Strategien. Sie werden sehen, beispielsweise der End of Month könnte auf unterschiedliche Indizes gehandelt werden, der Turnaround Tuesday ebenso. Aber wir haben immer geschaut, dass für jeden dieser Markteffekte und für jede dieser Strategien wir auch andere Finanzinstrumente nutzen. Also für den Pound Shorter war klar, British Pfund, US-Dollar, End of Month machen wir beispielsweise über den S&P 500, also einen US-Index. Es gibt aber auch Ansätze, in ganz anderen Ländern über einen Index zu handeln. Den Turnaround Tuesday machen wir über den DAX, also im Speziellen über den Mini-DAX und den Friday Gold Rush, wie der Name schon sagt, über das Gold. Das heißt, vier Strategien, vier Markteffekte, vier unterschiedliche Finanzinstrumente und wenn man so will, haben wir auch nochmal diversifiziert über drei unterschiedliche Asset-Klassen. Wir haben Forex, Indizes und Rohstoffe mit Gold. Und was uns gelingt über diese kurzfristigen Strategien und Positionen, das werden Sie sehen. Wir können auch über die Woche hinweg auch noch mal diversifizieren, an den einzelnen Tagen zu handeln und nicht alles immer gemeinsam ja, an einem Tag zu handeln oder immer investiert zu sein. Das ist auch noch mal ein Mehrwert, eine Diversifikation über kurzfristige Positionen. Ich zeige Ihnen ganz kurz auf unserer Internetseite, wie ich das nochmal meine. Also hier unter Strategien, also ich werde jetzt immer auch versuchen, die Internetseite mit einfließen zu lassen. Das ist der Graph, den Sie vom Anfang her kennengelernt haben. Und in diesem Graph, das ist ja die Bruttorendite, das ist der geglättete Portfolio-Effekt. Dann sehen Sie aber auch die Entwicklung der einzelnen Strategien über die Zeit. Ne, wenn man sich's vereinfachen will, ne, man legt sie quasi übereinander, man mittelt sie und bekommt dann diese grüne Grafik. Aber hier über die einzelnen Strategien, ohne dass Sie die vielleicht kennen, sehen Sie auch, es gibt starke Phasen. Ne, also in diesem Jahr und im letzten Jahr, sogar über die letzten 3 Jahre. Der Turnaround Tuesday zeigt wirklich absolute Stabilität und Kontinuität. Man sieht eine Outperformance hier beispielsweise vom End of Month. Dann hatte er letztes Jahr eine Schwäche. In diesem Jahr ist er wieder sehr, sehr stark. Man sieht den Pound Shorter, der hat gar nicht diese großen Ausschläge, sondern der hat eine relativ stabile, flache Kurve. Warum zeige ich? Aber man sieht überall Seitwärtsphasen, Schwächephasen, starke Phasen. Und hier sieht man auch, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, 2013 hatte das Gold, das ist die gelbe Linie, eine absolute Schwächephase. Und das wäre wirklich, wenn man nur das Gold gehandelt hätte, wahrscheinlich sehr, sehr schlecht ausgegangen. Aber hier sieht man, dass die anderen Strategien mitgeholfen haben. Das ist das, was ich meine, dass diese Strategien wie ein Team zusammen agieren und damit dann auch über die Zeit tragen. Und über die Zeit ist tatsächlich,
eine langfristige Investition 1,5, 2 Jahre oder länger. Das wollte ich nochmal zeigen. Also das finden Sie hier unter Strategien. Die einzelnen Strategien stelle ich ja gleich noch vor. Und dann würde ich eigentlich gerne mit dem Friday Gold Rush anfangen. Also wenn Sie hier draufklicken, werden Sie auch eine Beschreibung finden, was ich jetzt auch auf der Tonspur Ihnen erzählen werde. Und dann gehen wir auch nochmal auf die Internetseite und schauen uns mal den Live-Trade an. Ja, also, Moment, so, da sind wir. Also, der Friday Gold Rush, ne? Wie der Name schon sagt, ist das eine Strategie, die auf Gold basiert. Und wenn wir uns die Daten in den letzten 10 Jahren und länger anschauen, werden wir sehen, dass die Freitage eine besonders starke Performance in Relation zu den anderen haben. Das ist nicht in jedem Jahr gleich, aber man muss es einfach über längere Zeit sehen. Und wir sagen immer 10 Jahre. Das dürfte statistisch signifikant sein. Und da sehen Sie, dass die Freitage einen stärkeren Ausschlag haben als die anderen Wochentage. Woran liegt das? Ne? Also man sieht in den Studien, die man hat, und es gibt sehr, sehr ausgeprägte Studien, also die gehen zum Teil, ist die Rendite da über 20 Jahre auch nachgewiesen, sagen, dass es zum Wochenende hin verschiedene Gruppen gibt, die Gold kaufen. Die machen einfach das Identische. Das sind zum Beispiel Investoren, die sich, ja, entweder weil ihr eigenes Portfolio aus irgendwelchen Gründen nicht gut läuft oder was zu erwarten ist, die hedgen oder sichern sich ab mit einem Goldkauf über das Wochenende. Weil am Wochenende oftmals ja hat man keinen Einfluss. Ne? Da kommen Nachrichten raus, die Börsen haben geschlossen, man kann nichts tun. Und ja, Gold ist immer noch etwas, im Gegensatz zu Papiergeld, eine andere Währung und als sicherer Hafen. Ne? Also Gold gehört im Grunde genommen als Diversifikation in jedes Portfolio. Das machen Anleger gerne, entweder bei privaten Schwierigkeiten oder wenn weltpolitisch was ansteht oder andere Krisen im Raum stehen, die sich dann über einen Goldkauf versuchen abzusichern. Es gibt aber auch noch eine zweite größere Gruppe, das ist die Schmuckindustrie. Die Schmuckindustrie vermeidet am Wochenende Rohmaterial in ihren eigenen Lagern zu halten. Das ist alles eine ganz kostenspielige Angelegenheit, Versicherung, Aufbewahrung und so weiter und so fort. Die bestellen Gold für die kommende Woche, sodass das übers Wochenende auf den Weg gebracht wird und dann, dass in der nächsten Woche dann die Arbeit fortgesetzt werden kann. Das sind die zwei ganz großen Theorien, warum das Gold zum Wochenende tendiert zu steigen. Dass das nicht immer ist, zeigt auch diese Kurve. Aber wenn man sieht, über die lange Sicht hinweg, scheint dieser Effekt da zu sein. Sicherlich gibt es noch andere Effekte, beispielsweise auch beim End of Month, warum der über die Jahre so stabil ist. Es gibt bestimmt Effekte, die noch gar nicht untersucht worden sind oder erkannt worden sind. Aber man hat einige erkannt. Und die beiden, die ich genannt habe, dürften die beiden schwerpunktmäßigen Gründe sein, die sich dahinter verbergen, dass Freitage wirklich eine positiv signifikant höhere Rendite zeigen als restliche Tage in der Woche. Ja, das Gold ist ein sehr liquides Instrument, deswegen kann man es auch sehr gut kurzfristig handeln, hat ein hohes Volumen, egal ob man es jetzt als Futures oder als CFD handelt. Das, was ich erklärt habe, ist eine sehr einfache Logik. Also auch Sie werden wahrscheinlich nach dem Webinar Freunden und Bekannten erklären können, was sich hinter dem Begriff des Friday Gold Rush theoretisch zumindest verbirgt. Aber es hat eine gewisse Volatilität. Das bringt einfach dieser Kontrakt mit sich. Das aber, wenn wir den Statistiken Glauben schenken, wenn wir den akademischen Belegen Glauben schenken, kann es natürlich nur so sein, dass wir eine Long-Position einnehmen und dass wir dann versuchen, über die Long-Position dann auch bis zum Freitagabend diese Tendenz, dass das Gold steigt, mitzunehmen. Das kann niemals eine Short-Position sein. Ne? Also wenn man den Friday Gold Rush handelt, und muss man ihn halt auch regelmäßig handeln, dann wird das immer eine Long-Position sein. Auch wenn ein übergeordneter Trend, also das habe ich die Tage auch wieder gehört, aber das Gold fällt ja jetzt, ja. Aber
Wenn Sie selbst handeln, dann handeln Sie eine Short-Position. Aber wenn man davon ausgeht, dass diese Statistik passt, und Sie sehen das ja bei uns auf der Internetseite, wir versuchen das ja auch ständig zu aktualisieren, dann kann es nur sich um eine Long-Position handeln, die wir donnerstags eingehen und die wir dann am Freitag auflösen. Und ich zeige sie mal ganz kurz bei uns auf der Internetseite. Ich weiß selbst nicht, wo wir aktuell stehen. Hier bei Positionen, das ist die aktuelle Position vom Friday Gold Rush in unserem Portfolio. Das ist unser Musterdepot, was jetzt diese Position seit gestern Abend eröffnet hat. Sie sehen hier den Einstiegspreis. Gestern haben wir um 16 Uhr begonnen. Das ist unsere Positionsgröße. Da gibt es verschiedene. Das hat jetzt auch mit CFDs nichts zu tun, sondern wir sprechen jetzt hier von unserem Futures-Musterdepot. Und dann sehen Sie, hier hat die Long-Position gestartet und hier ist seit gestern die Rechnung eben nicht aufgegangen. Also Sie sehen, dass letztlich mit Start in die Position das Gold gefallen ist, dass es zwischendrin immer wieder eine Erholung gezeigt hat. Und ja, heute um 21 Uhr werden wir die Position schließen. Da ist noch jede Menge drin. Aber das ist das, was ich eben sagte. Sie werden nicht jede Transaktion für den Friday Gold Rush als Gewinn abschließen, sondern hier gibt es natürlich statistisch gesehen auch Verlierer. Ne? Die Trefferquote unserer Strategien liegt im Schnitt über 50%, 60%. Wenn Sie da seriösen Studien auch vertrauen, dann sehen Sie auch, das ist genau das, was seriöse Strategien auch ausmacht in der Trefferquote. Sehen Sie 95 oder mehr Prozent, dann schauen Sie bitte ins Detail rein, sind diese hohen Trefferquoten so entstanden, dass viele kleine Gewinner mitgenommen wurden und die Verlierer dann aber laufen gelassen werden. Also da muss man einfach auch immer sehr, sehr kritisch sich anschauen, wie das sich mit der Trefferquote verhält. Ich zeige Ihnen aber nachher auch Details, wo Sie das zu Investui nochmal nachlesen können. Ist alles auf der Internetseite. Ja, also hier sieht dann auch Kunden oder Interessenten, wann immer diese Position eingenommen ist, wie sie den Verlauf nimmt. Und heute Abend um 21 Uhr werden Sie auch sehen, dass die Position geschlossen wird. Und dann sehen Sie auch das Ergebnis und den Verlauf. Aber hier sieht man auch, wenn man es selbst handelt, ne, man hat dann weniger die Distanz zu einem solchen Trade. Ne? Also wann hätte man sie geschlossen? Ne? Hätten Sie sie hier geschlossen, weil er sich erholt hat? Hier, weil er dann wieder runtergegangen ist? Würden Sie sie jetzt schließen? Also wir haben absolut immer ein Timing, wann die Position eingenommen wird und wann die Position geschlossen wird. Das ist der Zeitstopp, der für jede Strategie gilt. Der ist vorgegeben durch die Strategie. Und wir gehen zum richtigen Zeitpunkt rein und wir schließen die Position zum richtigen Zeitpunkt, so wie die Strategie es auch vorgibt. Für diejenigen, die interessiert sind auf dieser Seite mit den Positionen, sieht man auch, wann wir über die Woche verteilt unsere Positionen einnehmen. Und hier sehen Sie für den August, ist hier beispielsweise am Donnerstag, das ist unser Friday Gold Rush, der Dienstag ist der Pound Shorter. Der Montag, da sehen Sie eine geriffelte Linie, das werden Sie auch gleich sehen. Das ist eine potenzielle Transaktion, weil hier eine gewisse Bedingung erfüllt werden muss. Und dieses lilafarbene, das ist der End of Month, der Monatsendeffekt oder Monatsultimo. Also Sie sehen auch vom Risikomanagement schön verteilt über die Woche, kurzfristig nicht zu viele Transaktionen permanent, sodass das Konto nicht ständig unter Anspannung gesetzt wird. Das nur für Sie später, wenn Sie nochmal nachrecherchieren wollen. Die Informationen finden Sie hier unter Positionen. Wenn wir jetzt hier nochmal reingehen in den Friday Gold Rush, habe ich hier auch nochmal mitgebracht, einfach mal eine Auswahl von diesen kleinen Bildchen, die sehen Sie ja alle bei uns auf der Internetseite unter Musterdepots. Ne? Sehen Sie diese Ergebnisse, zeige ich auch noch mal gleich. Kein Trade gleich dem anderen. Ne? Die verlaufen unterschiedlich und trotzdem steckt hinter ihnen diese Theorie und diese Statistik und diese akademischen Belege. Aber dadurch, dass sie ganz unterschiedlich verlaufen,
Und da will ich gleich auch noch drauf einkommen. Gilt es auch für das Konto, für die einzelnen Strategien auch ein rationales Risiko zu wählen, um dann auch die Verlierer entsprechend abzufedern? Weil wichtig sind alle Trades. Sie werden nicht nur die Gewinner machen, sondern sie werden auch Verlierer haben. Aber hier gilt es dann natürlich auch, ein rationales Risiko zu wählen. Ja, das zum Friday Gold Rush. Lade ich Sie gerne ein, dass Sie das weiter verfolgen, heute bis heute Abend. Dann kommt eine Strategie, das ist der Pound Shorter. Das ist eine Besonderheit in unserem Portfolio, weil, da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, haben wir keinen akademischen Beleg, aber wir haben sehr umfangreiche statistische Daten. Also diese Strategie ist eher auf Erfahrung und auf Statistik geprägt. Sie ist von einem professionellen Trader entwickelt worden oder entdeckt worden, beschrieben worden. Und es handelt sich hier um eine Short-Position. Das ist die einzige echte Short-Position in unserem Portfolio und es ist die einzige echte Intraday-Position. Ne, also wir haben gerade gesehen, Friday Gold Rush geht ungefähr so anderthalb Tage. Der Pound Shorter, das sind nur wenige Stunden. Da gehen wir morgens am Dienstag schon sehr früh in eine Short-Position und ja, die läuft dann bis mittags um 14 Uhr. Und dann wird diese schon glattgestellt. Deswegen nennen wir das Mikromuster am Dienstagmorgen. Sie haben kein Übernachtrisiko. Und ja, und man sieht auch rechts in der Grafik, sieht man auch, das sind sehr stabile Ergebnisse. Ich glaube, das ist die Strategie in unserem Portfolio über die Zeit mit dem stabilsten Ergebnissen. Aber da fehlen halt die großen Ausreißer nach oben und nach unten aufgrund der lediglich 6 Stunden, die gehalten werden. Und der British Pfund US-Dollar ist ein Hauptwährungspaar. Sehr liquides, hohe Volumen im Futures und im CFD-Handel lässt sich das hervorragend handeln. Und ja, sie hat einfach eine absolute Berechtigung im Portfolio, weil sie ja auch seit über 10 Jahren ja, absolut stabile Ergebnisse vorzuweisen hat. Aber sie ist eine Ausnahme, muss man einfach sagen. Dann haben wir hier den Monatsendeffekt. Das ist letztlich die dritte Strategie, die ich heute vorstelle, aber meistens stelle ich sie immer als zweite vor, weil sie ich glaube, der Dr. Raimund Schrick, der ja auch dieses E-Book geschrieben hat, Geld verdienen mit Markteffekten, der nennt sie die Mutter aller Markteffekte, weil sie dieser Effekt so ausgiebig untersucht worden ist in Studien. Ich glaube, seit 100 Jahren kann man auch ist die Rendite nachgewiesen in diesem Bereich für diesen Effekt. Ob sie bei Seasonex, auch da in den Webinaren wird da beschrieben oder andere professionelle Personen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Er wird immer genannt, der Monatsendeffekt, Turn of the Month, End of the Month, Monatsultimo. Also das sind alles Begrifflichkeiten, mit der diese Strategie umschrieben wird oder dieser Markteffekt umschrieben wird. Was er eigentlich ganz simpel sagt, ist, dass es um den Monatswechsel, einen Anstieg der Aktienmärkte oder insbesondere der US-Aktienmärkte gibt. Und deswegen handeln wir das auch im S&P 500, also 500 Aktien breit gestreut. Warum ist das so? Ja, also es gibt nach wie vor um den Monatswechsel einfach unheimlich viel Liquidität oder Geldflüsse im Markt. Die sind verbunden mit Sparplänen, die neu investiert werden, große Fonds, Versicherungen, die ihr Portfolio umstrukturieren, neu investieren, Gehälter werden fällig. All das spielt hier mit einer Rolle, dass man um den Monatswechsel einfach sieht, dass diese Aktien steigen. Immer wieder betont, tendenziell, statistisch auf jeden Fall sehr stark bewiesen. Ja, und man sieht sogar, also dass das in 25, glaube ich, von 26 Aktienmärkten funktioniert. Deswegen handeln wir auch hier immer eine Long-Position, einmal monatlich um den Monatswechsel. Also 9 Tage ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil am 9. Tag morgens die Position geschlossen wird. Aber genau das ist das, was wir machen. Wir nutzen diesen Effekt einmal im Monat. Das sind 12 Transaktionen im Jahr, also auch sehr, sehr übersichtlich. Der Pound Shorter wird nahezu 52 Mal im Jahr gehandelt.
Bei dem Friday Gold Rush ist es so, der fällt öfters mal auf Feiertage. Ne? Also da, also entweder wenn die US-Börse nicht regelkonform so geöffnet hat, dass nicht so geöffnet hat, dass wir die Strategie regelkonform handeln können, dann handeln wir diese Strategie nicht. Also ich glaube Silvester, Weihnachten, Thanksgiving. Ne? Also diese Strategie wird häufiger dann nicht gehandelt, wenn wir die Position entweder nicht regelkonform öffnen können oder schließen können. Wir würden jetzt nicht die übers Wochenende nehmen, ne? Nur weil jetzt freitags die Börse geschlossen hat. Nein, dann handeln wir sie nicht, weil wir wollen nicht das Wochenendrisiko mit reinnehmen ins Portfolio. Deswegen Freitagabend schließen. Oder wir können donnerstags ist die Börse geschlossen, dann würden wir den Friday Gold Rush nicht mittwochs eröffnen. Nein, das machen wir nicht. Sie wird komplett strategiekonform gehandelt und dazu müssen die Börsen halt entsprechend geöffnet haben. Ja, hier kommt der Turnaround Tuesday. Der Turnaround Tuesday hatte jetzt im letzten Monat, glaube ich, einen Verlierer gehabt. Davor ist er sechsmal in diesem Jahr mit sechs Treffern gehandelt worden. Also das, was ich eben gesagt habe, also eigentlich eine der stärksten Strategien, die wir im Portfolio haben. Der End of Months war auch jetzt mal ein Verlierer. Der hatte vorher auch eine Siegesserie gehabt, wenn man das so nennen will. Also, aber dafür war jetzt beispielsweise der Pound Shorter sehr stark und auch das Gold hat gute Ergebnisse gebracht. Diversifikation ist nochmal das Thema. Ja, make sure that you own stocks on Tuesday. Das ist ein alter Börsenspruch oder eine Weisheit, dass man am besten dienstags Aktien im Portfolio hat, weil der Dienstag der tendenziell stärkste Tag in der Woche ist bei Aktien. Also auch das sieht man statistisch gesehen. Und der Dienstag, der kann besonders gut ausgenutzt werden, wenn vorher eine Schwäche da war. Und diese Schwäche erkennt man immer wieder, wenn beispielsweise freitags erkannt wird von den professionellen Anlegern, dass bestimmte ja, Gerüchte da sind, Unsicherheiten da sind. Und dann sieht man Abverkauf von Positionen, dass professionelle Händler ihre Gewinne mitnehmen wollen, also, oder auch ihre Liquidität vergrößern wollen, falls Ansprüche aufgrund dieser Gerüchte oder Krisen entstehen. Und dann sieht man auch schon, dass im Index die Preise fallen, bei Aktien fallen. Und das setzt sich am Montag fort, weil übers Wochenende auch private Anleger, ne, dessen gewahr werden. Und dann starten die montags morgens auch dieses Verhalten nachzuahmen, verkaufen ihre Positionen. Und dann sieht man auch, dass weiterhin eine Schwäche am Montag zu erkennen ist. Und dann gibt es einen Filter, den wir nutzen. Es gibt die Strategie auch vor. Dann sehen wir um 17:30 Uhr, dass eine signifikante Schwäche im Markt ist und dann gehen wir in die Long-Position und versuchen dann mit einem niedrigeren Einstieg dann den Wechsel, den Turnaround vom Dienstag mitzunehmen und schließen die Position am Mittwoch. Auch hier gibt es sehr starke statistische Zahlen. Diese Strategie ist sogar sehr stark, auch wenn es eine Outperformance vom Index gibt. Und ja, also die Daten gehen ja bis 2008, 2007, glaube ich, zurück. Der Vorteil dieser Strategie ist natürlich auch, dass es nur ein potenzieller Alarm ist. Und ich sagte eben, wir haben die erst sechsmal gehandelt in diesem Jahr, aber ganz hervorragende Renditen erwirtschaftet. Das ist natürlich weniger Order, weniger Kosten. Und sie hat noch den psychologischen Effekt, dass man ja das Gefühl hat, relativ niedrig einzusteigen, um dann diesen Schwung über den Dienstag mitzunehmen. Eine sehr einfache Logik, wie alle anderen auch, sehr gut nachvollziehbar. Und ja, also jetzt die einzelnen Renditewerte, die jetzt dieses Jahr entstanden sind, wie diese 28% entstanden sind, habe ich weggelassen, kommen dann vielleicht in einem Spezialwebinar, aber ist auch bei uns nachzulesen. Ich wollte heute vor allem nochmal die Einfachheit und auch die einfache Logik vermitteln unserer Strategien, weil nicht nur die gute Rendite ein wichtiger Punkt ist, sondern auch das Gesamtkonzept. Diversifikation, einfache Logik, Sie werden gleich auch noch sehen, kostengünstig und auch das Ganze im Mandat.
um diese Strategien oder diese Diversifikation dann auch aufrecht zu erhalten. Bevor ich jetzt nochmal auf das Mandat komme, zeige ich Ihnen nochmal bei uns auf der Internetseite, also hier unter Strategien, werden Sie immer eine Kurzbeschreibung sehen, immer den Verlauf als Bruttorendite. Sie werden auch noch mal eine Zusammenfassung haben, aber Sie finden unter jeder Strategie auch die akademische Belege, Übersetzungen, die wir gemacht haben. Und da kann ich Sie nur einladen. Versuchen Sie sich auch von neutraler Stelle zu diesen Markteffekten und zu diesen Strategien zu informieren. Also nicht nur über mich. Ich habe natürlich ein gutes Produkt, was ich Ihnen anbiete, aber dieses Produkt beinhaltet Dinge, die nicht durch uns entwickelt worden sind, die in vielerlei Hinsicht bereits besprochen wurden, belegt worden sind. Und da kann ich Sie nur einladen, diese Informationen auch zu nutzen, um sich ein eigenes Bild davon zu machen. Was ich Ihnen auch nur empfehlen kann, ist tatsächlich das Musterdepot anzuschauen. Also wir haben hier einmal das Musterdepot 2020-2023. Hier sehen Sie jede einzelnen Trades, die gemacht worden sind oder Transaktionen. Kann ich Sie nur einladen, sich das anzuschauen. Immer auf der linken Seite sehen Sie das Futures-Konto und auf der rechten Seite ist es das CFD-Konto. Hier oben sehen Sie auch nochmal, was hier als Mindesteinlage für das Mandat empfohlen wird. Aber das nur am Rande, das können wir dann auch nochmal besprechen. Dann sehen Sie hier das Musterdepot 2023. Hier haben wir wieder zwei neue Konten errichtet. Und dann sehen Sie auch nochmal, wie so ein Depot auch in der kurzfristigen Anlage funktioniert und welche Ergebnisse da möglich waren. Hier sehen Sie als weiteres, sehen Sie nochmal Statistiken, also auch zur Trefferquote sehen Sie hier. Sie sehen auch, wie sich Investui zu den Basiswerten, also zum S&P 500, zum FDAX, zum Gold verhält. Sie sehen auch, wie die einzelnen Strategien in den Jahren zuvor als Diversifikation funktioniert haben. Also auch das lege ich Ihnen gerne ans Herz, dass Sie haben alles, was Sie brauchen, um sich zu den Markteffekten, zu den Strategien und zu Investui zu informieren. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz zurück in die Präsentation, weil ja gerade auch noch mal das Stichwort von der Diversifikation gefallen ist. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, also es gibt ja verschiedene Stressmomente auch für den Trader, ne? Also wann steigt er ein, wann steigt er aus, steigt er auch aus, wenn der Verlust da ist oder hält er im Verlust die Position bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag? Also ein Trade, der eigentlich als Intraday-Trade, dann wird er zum Swing-Trade, dann wird er zum Positionstrading. Am Ende ist es eine Investition, weil man den Verlust nicht realisieren will. Alles das ist vorgekommen, all das haben wir ja auch durch unsere Kunden gehört. Dann versucht man mit einer zu großen Positionsgröße Verluste auszugleichen oder die Gier schlägt zu oder man will mehr gewinnen. Vielleicht muss man es gar nicht so negativ darstellen. Dann wird dann auch eine zu große Positionsgröße wieder eingesetzt. All das schaltet das verwaltete Konto aus. Also hier das Managed Account, so wie wir das nennen, stellt sicher, dass Sie ein stabiles Setup haben mit der gleichbleibenden Logik, wann eingestiegen wird, wann ausgestiegen wird. Alle Ergebnisse, die ich Ihnen gezeigt habe, sind mit der identischen Logik erzielt worden, ohne Optimierung hier, Optimierung da. Die maximale Diversifikation ist damit gewährleistet und natürlich auch der Aufwand für den Kunden. Der Kunde ist vom Aufwand entbunden. Stressfreies Investieren, das ist ein Stichwort, warum wir das machen. Sie müssen nicht entscheiden, das ist das, was ich eben sagte. Es wird immer eine Long-Position sein. Ne, also auch wenn Sie den übergeordneten Trend eigentlich gar nicht jetzt denken, oh, jetzt eine Long-Position, das passt gar nicht. Doch, es passt aufgrund der statistischen Belege und aufgrund der akademischen Belege zu den Triebeffekten, ne? Also fundamentale Triebeffekte, Triebkräfte, Basiseffekte. Genau, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als
bei dieser Strategie long zu gehen oder bei dieser eben short zu gehen. Keine emotionalen Eingriffe und die erhöhte Wahrscheinlichkeit auf diesen positiven statistischen Erwartungswert, den wir ganz zu Anfang gehört haben. Die Risikoparameter bleiben gleich, immer die richtige Positionsgröße. Ja, und ja, niemals zu groß die Positionsgröße, sowohl in der Not als auch wenn es besonders gut läuft. Das ist das, was das verwaltete Konto Ihnen bietet an Leistung, an Service. Und Sie brauchen selbst keine weiteren Tools oder Abonnements, also keine Zusatzkosten. Das verwaltete Konto kostet keinen Cent mehr, dadurch, dass Sie das Konto verwaltet lassen. Ich habe an dieser Stelle, um mal einen kleinen Schluck Wasser zu trinken, eine Umfrage gemacht und würde dann anschließend auf die Punkte eingehen, wie Risiko, Gebühren oder andere Sonderpunkte noch zum Thema Investui. Würde aber einfach Ihnen eine Umfrage stellen. Man kann hier nichts falsch machen. Also dann gucke ich auch in die Fragen rein. Machen Sie einfach mit, weil es interessiert mich einfach, ob ich darstellen konnte, ob Sie einen Mehrwert sehen für sich, für Ihr Portfolio im Handel von Markteffekten und Strategien, im Handel von Markteffekten und Strategien im Mandat oder weder noch. In der Zeit trinke ich kurz einen Schluck und bin dann gleich wieder bei Ihnen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mitmachen und mir da diese Mini-Pause gönnen. Und wie gesagt, machen Sie einfach kurz mit. Da bin ich wieder. Vielen Dank. Also schön, dass Sie mitgemacht haben. Ich freue mich, dass ich so ein bisschen auch überzeugen konnte, was die Markteffekte betrifft im Mandat. Das war jetzt die höchste Punktzahl mit rund 60%. Andere Prozentzahl waren jetzt 35 zum Thema nur diese Markteffekte zu handeln und Strategien ohne das Mandat. Und bei 5% ja, beiß ich auf Granit. Weder die Markteffekte noch das Mandat konnte ich überzeugen. Aber wir sind noch nicht am Ende vom Webinar. Vielleicht gelingt mir das ja noch. Also, vielen, vielen Dank und danke für die guten Wünsche. Also, dann gehen wir doch einfach mal weiter. Jetzt habe ich ja einiges schon erzählt und ich habe ja immer wieder auch gesagt, tendenziell, statistisch belegt, all das ist definitiv ein absolutes Fakt unserer Strategien und der Markteffekte. Und trotzdem betone ich ja immer wieder auch, dass das Ganze auch nicht eine Einbahnstraße ist. Also es gibt nicht nur die Gewinner, sondern es gibt für jede Strategie und auch für das Portfolio gibt es auch Rücksetzer, es gibt Schwächephasen, es gibt Drawdowns. Und wir sind ja nicht losgelöst vom Weltgeschehen und von anderen Dingen, die auf uns einwirken, auch wenn die Ergebnisse auf Dauer ganz hervorragend sind. Und trotzdem muss man sich natürlich über das Risiko Gedanken machen. Wir haben Hebelprodukte. Ich weiß nicht, inwieweit Ihnen Futures und CFDs bekannt sind. Klassischerweise spricht man hier von Hebelprodukten. Und ja, und hier ist es immer dann so, das ist grundsätzlich so, aber wenn man mehr Rendite möchte, dann muss man auch mehr ins Risiko gehen. Das sind zwei Punkte, die sind untrennbar. Und das heißt, Gewinne und Drawdowns gehen immer mit einem höheren Risiko einher. Natürlich kann man, wenn es gut läuft, gerade mit Futures und CFD sehr gute Gewinne erzielen. Aber sie haben natürlich dann auch das Problem, wenn es dann mal zu einer größeren Drawdown-Phase käme, dass sie dann auch einfach auch die Gegenbewegung im Konto haben. Und da müssen sie auch schauen,
was für Sie der richtige Ansatz ist. Also von unserer Seite her ist noch jedes Risiko subjektiv. Ne? Also wir stellen alles, das zeige ich Ihnen auf unserer Internetseite zur Verfügung, dass Sie das entscheiden können, dass Sie da ein Gefühl für entwickeln. Das diskutieren wir auch mit jedem. Aber der Hebel ist natürlich ein Faktor in unserem Portfolio. Wir erlauben bereits nur einen geringen Hebel oder einen überschaubaren Hebel. Aber auch Sie als Kunde müssen da natürlich mitspielen und Sie müssen auch sehen, dass wir einen Anlagehorizont von 2 Jahren und länger haben. Und da gilt es einfach auch, eine rationale Entscheidung zu treffen. Und dazu haben wir auch ein Instrument bei uns auf der Internetseite. Und das liegt hier unten in der Fußzeile, ist der Simulator. Und da können Sie nochmal wählen, also CFDs beispielsweise, machen wir jetzt mal 25.000 als Einlage. Und dann sehen Sie auch, dass Sie ein Angebot bekommen von 3 unterschiedlichen Risikokategorien. Und diese 3 unterschiedlichen Risikokategorien korrespondieren mit der Investitionssumme, mit einer gewissen Positionsgröße. Und weil das Risiko ergibt sich aus der Höhe der Positionsgröße, dem nominalen Wert. Wer nicht weiß, was dahinter ist, gerne im Dialog. Aber jede Position hat einen monetären Wert in Relation zur Investmentsumme. Ergibt sich eine Relation, ein Hebel und daraus ergibt sich auch das Risiko. Aber Sie sehen, ne, dass einfach bei der Wahl des Risikos quasi aus einer Matrix heraus eine Positionsgröße entsteht. Sie sehen hier auch die Ergebnisse über die Zeit, den Mehrwert für das Konto. Sie sehen den maximalen Drawdown. Sie sehen die empfohlene Kontogröße und Sie sehen hier im Grunde genommen Daumen rauf, wie auch immer, als Ampelsystem die Relation zwischen der empfohlenen Mindestkontogröße zur Investition. Das kann ich im Einzelnen nicht besprechen, weil der eine tendiert zum CFD, der andere zum Future. Das Risiko, wie ich sagte, ist subjektiv, aber Sie haben die Möglichkeit, hier sich das anzuschauen und dann sehen Sie nochmal unten im Verlauf diese 3 Ansätze gegenübergestellt, was das in der Bruttorendite über die Zeit gemacht hat. Also da lade ich Sie sehr, sehr gerne ein, sich das anzuschauen. Und weil das ist immer wieder auch nochmal ein Punkt in den persönlichen Beratungsgesprächen. Da gehen wir dann da gezielt drauf ein. Würde ich mich freuen, wenn Sie davon Gebrauch machen. Ein weiterer Punkt, den Sie vielleicht mitnehmen sollten, zeige ich Ihnen auch, wo Sie das auf unserer Internetseite finden. Das sind die Gebühren. Was wir haben, ist ja, man muss ja sagen, das ist ja schon eine technische Finesse über diesen großen Kundenkreis, dann automatisiert die Orders an die Börse oder über den CFD-Handel zu platzieren. All da haben wir auch, um die Rendite, die wir erwirtschaften, um diese nicht zu verwässern, haben wir diese Setup-Gebühr gestrichen, also vorläufig gestrichen, ist fast schon nicht mehr wahr, weil sie ist eigentlich schon dauerhaft aus dem Programm genommen worden. Wir haben sehr, sehr geringe Ordergebühren, das zeige ich Ihnen auch, also beim Einstieg und beim Ausstieg kommen Ordergebühren zum Tragen. Was am Ende des Jahres oder nach Abschluss des Jahres zum Tragen kommt, ist eine Erfolgsprämie, so nenne ich es, dass wir uns anschauen, wie viel Nettorendite haben wir für ein individuelles Konto nach Kosten erzielt. Und dann schauen wir uns an, wie viel von unseren Strategien waren positiv. Und je positiver Strategie erheben wir 2%, also maximal 8%. Das heißt, 92% der Nettorendite nach Kosten bleiben immer beim Kunden, maximal 8% oder 6 oder 4 oder 2, je nachdem, wie viel Strategien positiv waren. Ansonsten keinerlei Gebühren, keine Verwaltungsgebühr, Einstiegsgebühr, Abonnements. Wir stellen Ihnen alle Kontoauszüge täglich kostenlos zur Verfügung, auch die Vermögensverlaufkurve, die kommt jeden Morgen als Chart zu Ihnen ins Postfach per E-Mail. Und diese Informationen finden Sie dann nochmal zum Nachlesen im Detail hier auf der ersten Seite unter faire Gebühren.
Da sehen Sie das nochmal aufgelistet und da können Sie sich auch nochmal informieren mit Rechenbeispielen, inwieweit sich Futures von CFDs unterscheiden. Also da lade ich Sie auch nochmal ein, sich das nochmal anzuschauen. Und dann werden Sie sehen, dass Sie hier mit sehr fairen, sehr kostengünstigen Konditionen rechnen dürfen. Also das ist ein riesiger Unterschied zu anderen klassischen langfristigen Anlagen wie Fonds oder Ähnliches. Das war der Punkt der Gebühren. Wer natürlich mehr wissen will, der hat die Möglichkeit, sich an mich persönlich zu wenden. Wir freuen uns über jedes Feedback, als auch nach diesem Webinar wird es auch nochmal eingeblendet, wie Sie das Webinar fanden. Würde ich mir freuen, wenn Sie mir eine Rückmeldung geben. Ansonsten, das mache ich jetzt noch, falls Sie einen persönlichen Termin haben wollen mit mir, dann, Moment, dann können Sie das gerne über diese Calendly-Funktion mal. Den habe ich jetzt mal an alle geschickt. Falls Sie Interesse haben, können Sie das gerne tun. Ja, ich schaue noch mal ganz kurz in die Fragen rein und dann gucken wir mal, was da noch gekommen ist. Also hier war noch mal die Frage nach der Mindesteinlage vom Konto. Sie werden es sehen, dass bei Futures, da die etwas kapitalintensiver sind als CFDs, würden wir immer sagen 25.000, 30.000 aufwärts. Ne, muss man mal gucken, zu welchem Risiko Sie bereit sind, aber das wäre quasi das, was wir auch als Musterdepot handeln. Und bei CFDs geht es eigentlich schon ab 10.000 los. Das verwaltete Konto, wo sich das befindet, also Sie sind ja Kunde von WH Self Invest und wir WH Self Invest haben ja nur renommierte Banken in all den Niederlassungen, mit denen wir arbeiten, aber als deutscher Kunde sind Sie dann über die Postbank abgesichert, über den Entschädigungsfonds der deutschen Banken, 100.000 pro Anleger und reguliert sind wir in Deutschland über die BaFin. Das ist noch ein interessanter Punkt, das Schließen der Positionen. Also wie ich eben sagte, haben wir über die Zeit sehr, sehr ausgiebig diese Strategien getestet. Was sind die Parameter, die wir dauerhaft unseren Kunden unverändert anbieten können? Ne? Also ohne permanent auf irgendwelche äußerlichen Begebenheiten zu schrauben. Und da haben wir die Tests gemacht mit diesem Zeitstopp, von dem ich gesprochen habe, der von der Strategie vorgegeben wird, mit 1-prozentigen, 2-prozentigen, 5-prozentigen Stops. Und der Zeitstopp, der über die Zeit ist, es ist ja ein langfristiges Investment, ergibt über die Dauer die beste Rendite. Wenn Sie selbst, ne, vielleicht kommen Sie aus dem aktiven Traden und das gar nicht gewohnt sind, ne, mit so einem Zeitstopp zu arbeiten, müssen Sie sich vielleicht daran gewöhnen. Haben Sie aber immer die Möglichkeit, auch frühzeitig durch eine Telefonorder die Position früher schließen zu lassen. Aber von unserer Seite her, im Gesamtkonzept wäre natürlich immer vorgesehen, das Timing, das richtige Timing, der Einstieg und Ausstieg, so wie er Strategien vorgegeben ist. Also auch in Österreich sind Konten möglich, also für Österreicher, für Schweizer. Also da gibt es überhaupt keine Unterscheidung, was wir machen. Wir buchen keine Steuern im Laufe des Jahres ab, sondern Sie können dann nach Ende des Jahres bekommen Sie von uns eine kostenlose Erträgnisaufstellung, die Sie dann in Ihrem Wohnsitzland zur Deklaration Ihrer Steuer verwenden können. Eine Frage noch mit der Auswahl der Strategien. Es gibt noch die Form eines selbstverwalteten Kontos. Das habe ich jetzt heute nicht erklärt. Dann bekommen Sie quasi immer zu richtigen Zeitpunkt eine E-Mail und entscheiden dann die Positionsgröße über diese E-Mail. Da können Sie natürlich entscheiden, ob Sie die Strategie wahrnehmen wollen oder verfallen lassen wollen. Für uns von Investui, das ist das, was einfach die Erfahrung gezeigt hat, ist das Mandat und die Auswahl aller vier Strategien eigentlich das wirklich erfolgsversprechende. Dann kommt jetzt nochmal mit der Erfolgsprämie, das ist richtig. Die Nettorendite, die wir uns anschauen, das ist die Nettorendite nach Kosten. Und auf diese, also wir haben ja jetzt beispielsweise,
muss man jetzt mal gerade, gehen wir mal gerade nochmal zurück auf die Internetseite, Musterdepots. Also wenn das jetzt, das ist das Ergebnis aus, wir machen es hier. Das ist das Ergebnis, was wir jetzt im Laufe des Jahres fortschreiben. Ne? Also wir haben hier den Juli, dann haben wir davor den Juni gehabt, das schreiben wir fort. Das ist die Nettorendite nach Kosten. Und dann nach Abschluss des Jahres, und dann muss immer der letzte Monatsendeffekt muss abgeschlossen sein, von Dienstag, von Dezember bis zum, lassen Sie es den 7. oder 8. Januar sein, dann ist das Investurjahr mit dem letzten Monatsendeffekt abgeschlossen und dann schauen wir uns an, was Sie an Nettorendite haben und dann kommen da die Prozentzahl je positiver Strategie dazu. Also wir haben, ich kann das ja auch noch mal ganz kurz zeigen, wenn Sie hier diese Gebühren sehen, wir haben hier das Beispiel, das wäre die Nettorendite, die wir für Ihr Konto erwirtschaftet haben, sind es 8%, das heißt 4 Strategien, dann sind das 200 Euro, die wir Ihnen zum Beispiel abbuchen. Bei 6 bei 3 Strategien sind es 6%, dann sind 150 Euro. So, das war das. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zumindest, ne, also wenn es nicht Investui ist, Ihnen aber die Markteffekte und Strategien näher bringen. Schauen Sie sich es einfach an. Es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Und es ist eines der wenigen wirklichen Finanzzusammenhänge, die Sie finden, die belegt und belegt akademisch und statistisch. Sie merken, ich bin ein absoluter Fan von Markteffekten und freue mich, dass ich das Thema bei WH Self Invest betreuen darf. Ich freue mich auch, wenn Sie auf mich zukommen, sei es jetzt hier Konto eröffnen, sei es eine Frage, was auch immer. Kommen Sie und fragen Sie und ich freue mich. Aber jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Erholen Sie sich gut und viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und Unterfangen. Also, das war die Iris Heinen. Machen Sie es gut. Tschüss.